Warnung, was du jetzt unbedingt wissen musst und wie du jetzt handeln kannst, um massiv von dieser Korrektur mit zu profitieren. Hi, mein Name ist Florian Donnershausen und ich möchte dir jetzt einmal zeigen, was du zu erwarten hast auf die nächsten Wochen und in den nächsten Monaten. Ja? Ich nehme dich jetzt mit auf den Weg natürlich mal in diese Chartanalyse. Ich gebe dir jetzt mal ein bisschen Eindruck, was dich jetzt genau erwartet, wie du jetzt wirklich massiv von einer großen Bewegung profitieren kannst. Und ich zeige dir Step by Step, was du machen kannst natürlich, wie du dich vorbereiten kannst und was in den nächsten Wochen und Monaten natürlich halt auch passiert und was auch in der Vergangenheit her passiert ist, wie du jetzt sofort damit handeln kannst. Wir gehen jetzt einfach mal direkt in die Charts sofort halt auch rein und schaffen uns mal einen gesamten Marktüberblick. Ich zeige dir jetzt auf jeden Fall alle Wege, die du jetzt verstanden haben musst, von der eigentlichen Leitwährung und wie du das für dich verwenden kannst. Und bevor wir jetzt genau in den Chart reingehen, ganz wichtig, das ist hier wirklich kein Clickbait-Video oder sonstiges. Das ist grundfundamental. Das ist notwendig wirklich für dich persönlich, für deine Familie, für uns alle natürlich. Deswegen die Information, die du jetzt von mir bekommst, das kriegen eigentlich normalerweise nur meine Coaching-Teilnehmer, meine Schüler direkt aus erster Hand und das kontinuierlich, um immer auf dem aktuellen Standpunkt zu sein, um sich vorzubereiten auf die nächste kommende Handelswoche und auf die nächsten Monate. Ja, das ist auf jeden Fall essentiell notwendig. So, ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein und ich zeige dir genau, was jetzt in der Weltwirtschaft natürlich allgemein aktuell passiert, warum wir auch immer gewisse Vorhersagen immer richtig liegen, warum unsere ganzen Schüler immer kontinuierlich hier Profite und Gewinne erzielen. Und zwar möchte ich dir jetzt den US-Dollar-Index genauestens erstmal zeigen, weil du einfach verstehen musst, dass an dem US-Dollar-Index einfach alles komplett abhängig halt auch ist zu Gold, zu Bitcoin, zu allgemein Kryptowährungen und allgemein einfach alles. Ja, es ist nun mal halt eine große Leitwährung und die muss man ein bisschen verstehen und da möchte ich dir jetzt mal einfach die Einblicke halt auch geben, die wie gesagt sonst immer unsere Coaching-Schüler bekommen und da möchte ich jetzt dir erstmal hier alles zeigen, was halt einfach wichtig halt einfach ist, ja. Und das ist jetzt einfach nicht so kompliziert, aber ich gebe dir ganz genau mit auf den Weg, was du jetzt verstanden haben musst, um dich halt natürlich halt auch vorzubereiten. Ich möchte jetzt erstmal mit dir halt anfangen, hier ein bisschen ranzoomen und dir erstmal zeigen, was hier eigentlich so passiert ist. Du siehst jetzt hier natürlich, BTC wird beziehungsweise ja, wird halt allgemein angenommen, ja. Und zwar ist das hier 2017 passiert, ja. Und zwar 2017, vielleicht kennst du das schon, vielleicht hast du davon gehört, du hast spätestens auf jeden Fall Ende 2018 auf jeden Fall von Bitcoin gehört, ja. Das heißt also, in diesem Gesamtzeitraum hier, wo der US-Dollar-Index runtergegangen ist, und zwar 15% von Anfang Januar bis Ende Januar 2018, hatten wir einen super starken Bullrun gehabt im Kryptowährungsmarkt. Ja? Das war der Zyklus, wo Bitcoin oder beziehungsweise Kryptowährung wahrgenommen worden ist bei sehr, sehr, sehr vielen. Vielleicht kannst du dich auch zurück daran erinnern, dass du wahrscheinlich in diesem Zeitraum von Kryptowährungen gehört hast. Das ist nämlich bei ja, sehr hohen prozentualen Anteil dieser Fall auf jeden Fall. So, wie geht es jetzt aber weiter? Warum ist das halt auch passiert? Ja? Ich will dir damit sagen, kein Crash im Allgemeinen ist irgendwie Zufall oder sonstiges. Nein, jeder Crash ist hier vorprogrammiert. Ja? Beziehungsweise man muss damit halt arbeiten. Weil ja einfach gewisse Leitzinsen erhöht werden und Menschen bereiten sich darauf vor, Unternehmen bereiten sich vor, die Welt entwickelt sich weiter, Gelder werden gedruckt und das ist halt auch ein gewisses Schlagwort. Ja? Ab diesem Zeitraum hier, als dann so gesehen der Bullrun im Kryptowährungsmarkt vorbei war, haben wir dann natürlich eine immense Korrektur halt hingelegt, fast wieder am selben Punkt. Ja, das ist dann halt hier Corona-Crash, die Digitalisierung. Was ist jetzt da genau passiert? In diesem Zeitraum von Anfang 2018 bis 2020 im März ist Bitcoin natürlich auch die ganze Zeit korrigiert
Ja, das heißt, es ist ein immens großer Zeitraum hier gewesen, wo eine Korrektur stattgefunden hat. Da ist Bitcoin von hier 20.000 runtergegangen wieder auf 3.700. Ja, in dieser Nacht habe ich auch Kryptowährungen gekauft, beziehungsweise Bitcoin. Wichtig ist jetzt, du musst verstehen, wenn dieser US-Dollar-Index runtergeht, geht Bitcoin rauf. Wenn der US-Dollar-Index raufgeht, geht Bitcoin runter. Genauso wie auch in der Regel auch die anderen Währungen. So, jetzt sind wir aber an dem Punkt, wo wir halt auch an dieser Stelle reingegangen sind. Auf Instagram habe ich das natürlich halt auch geteilt, kostenlos halt, dass ich jetzt Kryptowährung kaufe, dass das wahrscheinlich der beste Einstieg aller Zeiten halt wird. Kannst du noch nachschauen, auf meinem Instagram-Profil ist die Story auch sogar noch online. Ja, und das ist ein wichtiger Punkt. Damals habe ich für 15.000 Dollar habe ich halt Bitcoin gekauft. Damaliger Wert habe ich dann 4 Stück gehabt und das Ganze ist dann natürlich sehr gut auch hochgegangen. Ja? Bitcoin war ja dann am höchsten Punkt halt, auch bei knapp 67.000 Dollar. Super toll, super schön auf jeden Fall. Es war eine immense Rendite. Was ist aber in der Welt passiert? Ja? 2017 hier auf der linken Seite wurde Bitcoin wahrgenommen. Vielleicht, wie gesagt, hast du ja auch von Bitcoin schon mal gehört oder allgemein von Kryptowährung in diesem Zeitraum schon. Ja, dann war dieser Zeitraum hier, wo alle wieder gesagt haben, Kryptowährung ist halt tot. Aber der US-Dollar-Index zeigt dir ja genau diese Stelle, wo halt auch einfach wieder ein Abpraller halt geschehen kann. Ja, und dann fällt das Ganze wieder runter. Und das war der Corona-Crash. Das war wieder der Zyklus von Kryptowährung. Ja, und jetzt haben wir natürlich einen sehr, sehr spannenden Punkt. Unsere ganzen Coaching-Teilnehmer haben ja auch ab einem gewissen Punkt hier halt auch erfahren, hey, wir brechen diese Zone hier nicht, wir korrigieren wieder komplett. Und da war natürlich auch dieser ausschlaggebende Punkt, dass man halt vorsichtiger im Kryptowährungsmarkt sein muss. Ja, meine ganzen Coaching-Teilnehmer haben trotzdem halt auch teilweise in Coins weiter investiert, die massiv erträgliche, geile Resultate halt auch ja, von sich gebracht haben, weil wichtig ist, klar korrigiert der Bitcoin, aber wir haben ja noch weitere Währungen, wir haben ja die Digitalisierung. Warum? Weil Corona die Digitalisierung hier vorangetrieben hat. Und das ist halt wirklich sehr, sehr, sehr entscheidend. Das darf man auf jeden Fall halt auch nicht vergessen. Ja? Da haben wir ja sehr massiv von ja, profitieren können. Weil ich kann mich vielleicht hier nochmal kurz erinnern. Ich sage einfach nur mal das Wort oder die Company Zoom. Ja? Das heißt also, unsere ganzen Lehrämter, unsere Kinder, unsere gesamte Gemeinschaft wusste dann auch, was Zoom ist. Zoom ist geisteskrank nach oben gegangen. Warum? Weil einfach viele Leute dieses Tool benutzt haben. Ja? Viele Leute haben diese Anwendung verwendet, um natürlich halt ja, in dieser Krise halt digital zu sein, digitale Meetings zu halten und. Und jetzt geht natürlich die Instanz immer weiter. Das Metaversum kommt langsam, Step by Step. Mark Zuckerberg hat es auch langsam schon integriert, erweitert das. Das ist natürlich jetzt noch extrem Zukunftsmusik, aber alles wird gerade auf der Blockchain wiedergespiegelt. Die größten Hedgefonds der Welt gehen gerade auf die Blockchain, obwohl gerade, genau, jetzt solltest du es auch verstanden haben, es schon wieder rauf geht, wir schon das dritte Mal an dieser Zone halt auch sind und trotzdem gehen weitere Leute rein. Die größten Unternehmen der Welt positionieren sich und das ist halt wirklich entscheidend. Das musst du verstanden haben, ja. Und jetzt ist natürlich noch ein ausschlaggebender Punkt. Wir waren hier Anfang Corona bei 3.700 Dollar oder sagen wir ruhig auch 4.000 Dollar. Dann haben wir investiert, wir sind runtergegangen. Wir sind hier ab einem gewissen Punkt sind wir auch nochmal sehr stark long reingegangen, haben massiv hohe Rendite rausgeholt. Ja, also hier sind Leute, die haben aus 10.000 Euro über 1 Million gemacht. Das ist geisteskrank. Und das ist halt ein richtig genialer Zyklus natürlich in diesem Gebiet. 2017 war es ja noch viel, viel krasser damals. Da haben Leute so wahnsinnige Renditen rausgeschlagen. Das ist wirklich unvorstellbar. Und jetzt musst du überlegen, was wäre es gewesen, wenn du einer der Kandidaten gewesen bist. Jetzt kommen wir weiter. Wir sind wieder an diesem Punkt. Wir sind wieder an diesem Punkt. Jetzt hast du wieder die Wahl. Wir haben heute, ist der 25. April, dann wenn du das Video siehst, ist wahrscheinlich, der 27. April. Jetzt, wenn du das Video siehst, sind schon ein paar Tage her. Und dann sehen wir natürlich eine wahrscheinliche Korrektur und dann gehen wir höchstwahrscheinlich weiter rauf. Oder vielleicht auch nicht. Das ist jetzt so ein gewisser Part. Aber dennoch kannst du eigentlich die ganze Zeit handeln.
mit den richtigen Handelsstrategien kannst du massiv davon profitieren. Weil was ist denn, wenn jetzt wieder diese Zone halt kommt, wo wir jetzt hier runter crashen werden? Dann haben wir wieder einen sehr starken Run. Jetzt gerade befindet sich Bitcoin knapp bei 40.000 Dollar. Ja, also genau dieselbe Stelle wie damals Corona. Nur da stand Bitcoin auf 4.000 Dollar. Also jetzt mal aufgerundet. So, und jetzt sind wir an demselben Punkt, nur wir sind bei 40.000. Und wenn wir jetzt noch weiter raufgehen und der Bitcoin in diesem Segment bleibt, vielleicht korrigiert er auch nochmal ein bisschen. Klar, es kann halt sein, es geht immer in beide Richtungen. Wichtig ist aber, du kannst auch von beiden Richtungen profitieren. Und das ist der Part, wo du dich positionieren solltest und auch musst. Weil du bist natürlich verantwortlich für deine Familie, für deine Kinder, für deine Gemeinschaft, für dich selber. Nimm selber Verantwortung in die Hand, dass du dich damit beschäftigst, mit diesem Thema. Ja? Weil das ist die größte Chance aller Zeiten, die du jetzt nutzen kannst. Und das ist halt wirklich immens wichtig. Und jetzt verrate ich dir noch das Nonplusultra. Wirklich, das Nonplusultra. Wir sind hier oben in einem Gebiet, da sind wir bei 2000 bis 2002. In einer sehr, sehr, sehr interessanten Zone. Ich möchte dich gar nicht hier weiter volllabern mit diesem Part, weil mir ist es egal. Ich und meine Schüler, wir verdienen die ganze Zeit Geld. Ja? Aber du hast es noch zur Auswahl. Du hast noch die Chance auch zu sagen natürlich, hey, ich möchte mich an dem Markt positionieren. Es ist auf jeden Fall noch nicht zu spät. Aber irgendwann wird es halt auch zu spät sein. Deswegen ist es massiv notwendig, dass du dich mit diesem Thema auseinandersetzt, um einfach der Geldentwertung entgegenzusteuern, damit du dein Geld schützen kannst, ja, dass du dich selber auch schützen kannst. Und jetzt ist natürlich wichtig, dass du sofort halt auch handelst, dass du halt hier diese Parts natürlich mit für dich verwendest. Ja. Wir gehen hier in diese Danger Zone halt einfach rein, höchstwahrscheinlich. Nicht so 100%, ja. Nichts ist an der Börse versprochen. Aber das ist eine massiv hohe Chance, wie damals 2002. Und dann siehst du selber, dass du hier an der rechten Seite eine viel größere Bewegung halt mitbekommst. Und genau das ist der Hypercycle, ja? Nicht der Supercycle, das hier sind Supercycle, das hier wird der Hypercycle, ja? Warum? Weil einfach alles vorbereitet worden ist. Hier wurde Bitcoin wahrgenommen. Also richtig ernst genommen, auch von Unternehmen. Ja? Hier Corona-Crash ist die Digitalisierung, dass wir alle verstanden haben, dass die Digitalisierung einfach Notwendigkeit auch ist, um einfach ja, sich weiterzuentwickeln. Das ist die Revolutionsstufe. Und du kannst natürlich ein Teil von dieser Revolutionsstufe halt sein. Du kannst dich jetzt vorbereiten. Du kannst dich jetzt hier unter dem Video natürlich halt auch eintragen auf ein kostenloses Erstgespräch und wir finden gemeinsam heraus, ob du dafür geeignet bist, das Ganze auch zu verstehen, dich selber auch zu positionieren, dich abzusichern. Ich kann dir nur wärmstens empfehlen, jeder sollte das machen, jeder sollte die Weltwirtschaft hier im Grunde halt auch verstehen, anhand von so einer technischen Analyse, weil vielleicht bist du ja auch an dem Punkt, wo du sagst, das Ganze verstehe ich absolut nicht, ich will es aber verstehen, weil ich mich schützen möchte, ich möchte mein Vermögen schützen, ich möchte mir ein zweites Standbein aufbauen, weil ich einfach zu große Probleme einfach darin sehe, komplett mein Leben lang in diesem Job zu sein, wo ich einfach heute bin. Ja? Und das hast du selber in der Hand. Du musst diese Entscheidung für dich treffen. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass du dich mit diesem Thema einfach befasst. Weil ich habe dir jetzt alle Parts gezeigt, die wichtig sind, um massiv von diesem Prozess natürlich zu profitieren, von diesen Zyklen. Ja? Zyklen wiederholen sich an der Börse kontinuierlich. Du kannst die ganze Zeit Geld verdienen, von steigenden, aber auch von fallenden Kursen. Du musst diese Chance natürlich nur für dich nutzen. Mich persönlich, ich bin durch. Meine Schüler sind auch auf einem guten Weg dahin, natürlich immer mehr darüber zu verstehen, weil wenn man das Verständnis entwickelt hat, dann kann man immer weiter Geld verdienen. Ja, das ist eine wirkliche Gelddruckmaschine. Dass, wenn man es selber verstanden hat, wie das Ganze an der Börse funktioniert, dann bist du nicht mehr aufhaltbar. Du kannst von überall aus auf der Welt arbeiten, bist komplett unabhängig und egal, was an Märkten passiert, egal ob Kryptowährung steigt oder fällt, du kannst kontinuierlich gewinnen. Und das kannst du natürlich für dich sofort verwenden. Kontinuierlich. Du kannst jederzeit auch darauf zurückgreifen. Ja? Und
das ist halt massiv notwendig natürlich auf die Vorbereitung, gerade dieses Verständnis zu entwickeln. Ich habe dich jetzt hier mitgenommen natürlich, ich habe dir alle Wege natürlich jetzt halt auch gezeigt, was du jetzt benötigst, um davon zu profitieren. Wenn du jetzt selber aber natürlich an dem Punkt halt bist, ich will das Ganze verstehen, ich möchte die Chartanalyse verstehen, ich möchte verstehen, wie ich mit den richtigen Strategien, mit dem richtigen Plan, mit dem richtigen Money Management wirklich erfolgreich bin. Ich möchte das auch so haben wie der Flo. Ich möchte das auch so haben wie die Schüler. Dann ist jetzt der Zeitpunkt, wo du für dich handeln sollst. Ja? Das ist wirklich massiv notwendig. Und deswegen kann ich dir nur sagen, wenn dich das Ganze jetzt interessiert, wenn du das Ganze jetzt umsetzen möchtest, mit einem Schritt-für-Schritt-Plan, das ganze Wissen auch haben möchtest, dann trag dich hier unter dem Video mal ein, unter www.florensondershausen.de. auf ein kostenloses Erstgespräch. Wir finden beide gemeinsam heraus, wie wir dir am schnellsten und optimalsten halt auch weiterhelfen können. Ja? Das ist wirklich auch essentiell wichtig für deinen Erfolg. Ja? Das heißt also, wenn du jetzt davon massiv profitieren möchtest, dann nutz die Chance jetzt für dich. Ja? Klick hier unter dem Video und wir hören uns dann in den nächsten Stunden oder Tagen. Bis dahin, mach's gut und bis zum nächsten Video. Dein Flo. Ciao, ciao.